Hallo, wir sind heute in der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, denn wir wollten von den Studenten wissen, was sie zu den Plagiatsvorwürfen gegen Frau Schawan zu sagen haben. Was sagen Sie zum Plagiatsvorwurf gegen die Bundesministerin Schawan? Ja, also ich finde es eigentlich beschämend, dass die Bundesministerin, also Bildungsministerin ist und mit so einem Fall dann konfrontiert wird. Ich finde es, dass das schon weit in die Vergangenheit reinrührt und deswegen finde ich das jetzt eigentlich. Für mich ist es nicht wichtig, ob das jetzt politische Konsequenzen nach sich zieht. Ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen lächerlich, weil es ja schon, keine Ahnung, über 20 Jahre her. Ja, sie hat es ja irgendwie schon prüfen lassen und ich habe gehört, dass sie es nicht anerkennt, was die Universität quasi herausgekriegt hat. Und ja, das finde ich etwas anmaßend. Die Sache scheint ja irgendwie bewiesen zu sein. Die Frau hat, je nachdem, wie sehr sie das wirklich wollte, aber sie hat betrogen und eigentlich ist sie deswegen raus. Ne? Sollten noch andere Konsequenzen Ihrer Meinung nach gezogen werden? Da ihr beruflicher Werdegang eigentlich auf ihrer Doktorarbeit auch zum Teil basiert, müssten eigentlich weiterführende Konsequenzen kommen. Ja, es gibt ja eigentlich nur eine Konsequenz, dass die Frau Schawan, Fräulein Schawan, ihren Job aufgibt. Ja, ich denke, gerade als Bildungsministerin ist ihre Integrität stark angegriffen und ja, ich denke, Rücktritt ist auf jeden Fall das, was gefordert werden müsste von ihrem Posten als Bildungsministerin. Wie bewerten Sie die Plagiierung einer Arbeit im Allgemeinen? Es ist Betrug und es sollte verhindert werden. Meine persönliche Einschätzung ist einfach, dass vieles einfach dreifach, vierfach, fünffach, alles schon so oft vorgekommen, man kann einfach das Rad nicht permanent neu erfinden. Ja, sollte man nicht tun, nicht wahr? Es ist ja eigentlich, so ein Doktortitel ist ja eigentlich dafür da, dass man wissenschaftlich wirklich was geleistet hat und was erforscht hat. Also ich muss es schon unterscheiden zwischen so kleinen handwerklichen Fehlern, die, glaube ich, jedem unterlaufen, oder dass man auch mal faul ist und irgendwo jetzt nicht alles ganz genau zitiert, aber das sollte halt alles im Rahmen sein. Und ich denke, das kann man schon unterscheiden, wo es im Rahmen ist, wo es einfach ein Fehler ist und Dummheit und wo es der Wille zum Betrug ist. Ich würde sagen, es ist keine schwere Straftat in dem Sinne, aber es ist ähnlich wie eine Urheberrechtsverletzung halt generell unfair und sollte auf jeden Fall ja, mit Geldstrafen oder sowas bestraft werden. Was würden Sie denn davon halten, wenn einer Ihrer Kommilitonen sich quasi durch einen Vorteil verschafft? Ja, also das wäre mir eigentlich wurscht. Also das berührt mich nicht, weil ich muss meine Arbeit machen. Es kommt immer auf das Maß drauf an, nicht wahr? Bei so einer Hausarbeit, klar, hilft man sich gegenseitig und dann sieht man drüber hinweg. Und als Freunde guckt man ja mal nicht so genau hin. Aber natürlich bei so einer Doktorarbeit, müssen schon die Standards stimmen. Ich kann schon verstehen, dass das wissenschaftliche System darauf aufbaut, dass man die Urheberrechte anerkennt und dass es anders nicht funktioniert halt. Ich würde wohl die Nase rümpfen und mich abwenden. Zusammenfassend haben wir heute erfahren, dass die Mainzer Studenten zwar der Plagiierung von Arbeiten kritisch gegenüberstehen, der Hype um Frau Schawan den meisten allerdings zu viel ist. Danke und bis zum nächsten Mal bei der Mainzer Meinung.